Descendium. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Das scheint gewirkt zu haben. Rivelium. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Incendium. Komm, trink. Incendium.
hier. Gymnasium Leviosa. Akio. Gymnasium Leviosa. Descendo. Arresto Momento. Arresto Momento. Contento. Getrennt. Teniamos. Ins Händler. Reparo. Akio. Gymnasio Leviosa. Akio. Gymnasio Leviosa. Akio. Gymnasio Leviosa. Akio. Leviosa! Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Leviosa! Lumos, Reparo! Lumos! Leviosa! Revelio! Incendio! Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Reparo! Leviosa! Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Entfernung! Confrigo! Descendo! Gefolgo! Akio! Leviosa! Das hat geklappt! Hier muss der Ausgang sein. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Incendio! Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Revelio!
Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Rebellion. Gut. Ich hab die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Auch wenn du am Ende versagst! Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Hallo, Gareth. Ich habe die Billywig-Stacheln. Du hast sie. Fantastisch. Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet, aber ich bezahle dich gerne. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Rebellion. Oh, hallo. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen.
Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Lord Gok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Ins Händler. Sieht interessant aus. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Stimmt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier, nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Renrocks Leute besiegen mich nicht. Und ich muss Ihnen danken. Bitte, nehmen Sie dieses Geschenk. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte.